Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play StarCraft 2 Wings of Liberty. Was kann ich zuerst sagen? Das hat sich verändert, da es ein Patch gab. Ja, den gab es. Es ist Vorbereitungspatch auf Heart of the Swarm. Dadurch hat sich einiges hier im Menü getan, aber das Spiel an sich hat sich nicht verändert. Und da würde ich sagen, machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Wie ist die allgemeine Lage, Matt? Wir haben ein Notsignal vom Planeten Agria erhalten. Eine der Kolonien dort wird von den Zerg angegriffen. Unser Knastbruder Tychus hat uns eine neue Mission organisiert, bei der wir ein weiteres Artefakt bergen müssen. Es befindet sich auf der Protoss-Schreinwelt Monlith. Da hatte ich ja letztes Mal aufgehört und gefragt, welche der beiden Planeten wir machen sollen, welche der beiden Missionen. Und ja, ich habe dazu leider keine Kommentare erhalten. Zwar jede Menge andere, bei denen ich mich echt gefreut habe. Aber leider nichts zu einer der beiden Missionen. Daher denke ich mir jetzt, dass ich Mondes erst machen werde. Um. Die Jungs von Möbius meinen, dass es noch ein Artefakt auf einem Planeten namens Monlith gibt. Angeblich wird es von Protoss bewacht, von Fanatikern, die sich Tal'Darim nennen. Jetzt werd aber nicht sentimental, weil du meinst, dass diese Tal'Darim deine alten Protoss-Kumpels sind. Das sind sie nämlich nicht. Ja, genau. Danke, Tychus. Ja, es sind nicht meine alten Protoss-Freunde aus Teil 1, da dort der Jimmy ja mit den Protoss zusammengearbeitet hat, um die Zerg aufzuhalten. Ja, ich mache diese Mission, weil es hier einfach etwas mehr Geld gibt. Und ich, bevor ich jetzt wirklich gegen Zerg kämpfe, mich noch ein bisschen aufrüsten will, zum Beispiel auch mit einer neuen Einheit, mit dem Marodeur. Ja. Fangen wir doch einfach mal an. Da ist es, Jimmy. Genau wie die Typen von Möbius gesagt haben. Leicht verdientes Geld. Ich weiß nicht. Verdammt viele Protoss da unten. Vielleicht sollten wir. Was zur. Warnung. Mehrere Zerg-Biosignaturen entdeckt. War ja klar. Diese Viecher haben sich einfach da unten versteckt und gewartet. Keine Ahnung, aber jede Wette. Die sind aus dem gleichen Grund hier wie wir. Das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter. Wir können schlecht zwei Armeen auf einmal bekämpfen, Partner. Mit ein bisschen Glück brauchen wir das auch nicht. Wir müssen den Bereich am Schrein nur lange genug halten, bis das Artefakt geborgen ist. Also landen wir hier und schießen uns dann einen Weg durch die Protoss rein, während sie mit den Zerg beschäftigt sind. Ist nur eine Frage der Zeit, bis die Protoss von den Zerg überrannt werden. Und bis dahin sollten wir längst weg sein. Was nicht passt, wird passend. Ja, da sind wir auch schon in der Mission. Und fangen jetzt einfach mal an, schneller als die Zerg zu sein. Kann's kaum noch erwarten. Okay. Die Zerg sind gegenüber den Streitkräften der Protoss stark in der Überzahl. Es ist wahrscheinlich, dass die Protoss in Kürze besiegt sein werden. In Kürze. Dann haben wir nur eine Möglichkeit. Wir müssen zu dem Artefakt vordringen, bevor die Zerg alles überrannt haben. Ja, das werden wir jetzt auch ganz sicher probieren. So, wie manche jetzt schon sehen, hier haben sich sogar ein paar Sachen in-game geändert. Warnung, Protoss-Hetzer sammeln sich in der Nähe unserer Basis. Oh. Ich mag keine Protoss-Hetzer. Ich hab da was Neues für dich, Cowboy. Marodeure. Die neueste Errungenschaft in Sachen mächtiger Badabum. Oh ja. Bin mir nicht sicher, ob gerade die beste Zeit für Experimente ist, Swan. Ach was. Eine bessere Zeit dafür gibt es nicht. Lass die Marodeure noch mal auf diese Hetzer los und guck dir an, was passiert. Verstanden? Muss ich hier alles alleine machen? Abmarschbereit! Oh, die machen ja echt kleine Unterschiede. Na, so muss das sein, ne? Los, geht's! Boah, Heik!
Schatten erschreckt. So muss das sein. Machen die hier Kleinholz noch so interessant. Ja. Ich sammle jetzt direkt hier oben dieses Protoss-Relikt ein. Die sind nämlich wichtig für die Forschung. Davon gibt es 4 Stück auf der Karte. 3 sehen wir bisher. Das vierte müssen wir dann noch suchen. Ich hoffe, wir finden es direkt auf dem Weg zum Artefakt. Ansonsten werden wir hier ein wenig suchen müssen. Ja, wir brauchen Einheiten und dafür brauchen wir Versorgungsdepots. Jetzt sieht man auch mal die typische Taktik mit Space Marines. Worauf soll ich ballern, Sir? Versorgungsdepots aufbauen, dahinter kommen gleich noch ein paar Bunker. Nicht genug Crispin-Gas. Nicht genug Crispin-Gas. Dann bauen wir noch einen Marine. Da Marines man nie genug haben kann. So, der soll noch weitere bauen. BBF einsatzbereit. Da und hier, genau. Genau, jetzt haben wir hier auch die 3. Da haben wir voll. Jetzt geht's los. Jetzt können wir auch. Nicht genügend Mineralien. Jetzt haben wir nicht genug Mineralien. Yay. Kommt noch was? So. Jungs. Ach, baut. Schneller, Jungs. Bau. Was wichtig? Bau, du WBF, du Stück. Ich laufe jetzt mal hier runter schon. Aber sicher. Ich hoffe, die Protoss greifen mich jetzt nicht an. Weil wir müssen dieses Artefakt erreichen. Und ich schätze, das hier ist der einzige Weg dahin. Befehle erhalten! Gut für den Doktor. Notfall. Warum nicht? Wird gemacht. Sammelt ihr euch da? Ich baue hier noch mal ein paar Marines. Ein Sunny und ein Marod. Nicht genügend Mineralien. So, den schicken wir jetzt noch mal Mineralien sammeln. Während wir mit unserem Trupp. Ups. Eintreffende Angriffswelle der Zerg geortet. Kaum noch erwarten. Ja, die habe ich ja gerade abgewehrt. Noch so gerade. Geht hier runter. Oh, nee. Angriff. Na super, die beschießen meine Sunnies. Das gefällt mir gar nicht. Warum sind die Sunnies vorne? Naja, wir wollen hier Platz machen. Da ist ein Marine gegen einen Zergling. Kommt ja gleich der nächste dazu. Die lassen wir jetzt mal nach da durchmarschieren. Gucken wir uns das hier oben mal an. Halten das ja einigermaßen noch ab. Das heißt, wir haben noch ein wenig Zeit. Nur zu. Aber der baut mir jetzt hier einen Bunker hin und da. Dafür brauche ich Besatzung. Die Besatzung besteht aus 2 Marines und 2 Marotten. Nicht genügend Mineralien. Dafür haben wir nicht genug Mineralien. In Ordnung! Wahnsinn! So, jetzt ist das hier auch zu. Durchgeladen und entsichert. Aber da fällt mir ein, ich brauche noch einen, der nachher hier patrouilliert und das Ganze repariert, wenn die hier mal angreifen. Das mache ich ganz gerne, da ich sonst mich darum kümmern muss und das ist halt ja, ein bisschen einfacher. Es geht los. Ja, das tut es. So, jetzt können wir hier das runter machen und mit den Soldaten hier reinmarschieren. Können wir jetzt noch einen reinpacken. So, die können wir auch direkt da reinschicken. Bitte nennen Sie die Art des medizinischen Notfalls. Naja gut, so schnell dann auch wieder nicht. Warten! Der soll mir schon mal einen Maschinendock bauen. Wird gemacht! Und der darf mir eine neue Kaserne errichten. Damit wir schnell viele Einheiten bauen können. Jetzt geht's rund! Ganz kaum! Wir haben gerufen.
Naja, gerufen ist jetzt relativ. Ja. Also die paar werden wahrscheinlich nicht reichen, um hier durchzukommen. Es hat zwar hier unten gut funktioniert, die... Oh, was war das? Es hat gut funktioniert da unten. Ah, das Maschinendock ist fertig geworden. Dann können wir den weiter... Und noch ein wenig forschen. Doch, wer doch fertig. Bereit machen, Jungs! Befehle! Ja, warum dauert das immer so lange, diese Kram hier auszubauen? Und da kommen auch schon. Ha, aber da ich ja die Bunker abgegradet habe, dass ich mehr Platz habe und die Reichweite erhöht ist, pusten die hier ganz schön die Zähklinge weg, noch bevor die überhaupt irgendwas hier erreichen. So, der kommt dahin, hier bauen wir den Reaktor. Dann können wir hier anfangen mit Ausbildung. Ja, die lassen wir hier patrouillieren. Mir fällt gerade ein, was vielleicht nicht schlecht wäre, wäre auch der ein oder andere Raketenturm. Ja, ja. Einerseits, um versteckte Einheiten zu entdecken und andererseits, um gegen Flugeinheiten zu kämpfen. Ja. Wo tut's weh? Beim neuen Doktor. Was liegt an? Wer mal soll jetzt hinne machen hier? Danke. Weil ich hier auch noch einen hinsetzen werde. Erweiterung fertiggestellt. Bin mir nicht sicher, ob die hier schon mit Fliegen kommen, weil hier, wie wir sehen, sind auch Fliegende. Oh, cool. Aber die werden ja gerade ganz schön zurückgedrängt. Sehr. Oh, da ist schon die nächste Angriffswelle. Worauf soll ich ballern, Sir? Nicht genügend Mineralien. Ja, den habe ich schon zurückgeschickt. Hier kann ich gerade nur einen ausbilden. Da warten wir noch was. Gut. Ich hab so. Wie viel haben wir denn jetzt? Ich denke mal, wenn wir die Reihe voll haben, haben wir 3, 6, 8, haben wir 16 Einheiten. Klingt was wenig. Wir haben viele Sunnies. Oh, aber viele Sunnies. Vielleicht noch ein paar Marines ausbilden. Los, los, los! So. Den Marodeur noch. Und dann fangen wir mal an, die anzugreifen. Weil die Zerg kommen hier. Naja, gut, sie sind noch nicht am Ende. Aber sie kommen da schon. So, wir haben schon weiter. Wir gucken mal, ob wir hier durchkommen. Komm. Lassen wir mal die Verteidigung noch da. Ja, Leichensäcke. Benötige weitere Depots. Oh, da sind die Depots schon voll. Verstanden. Aber ich werde jetzt keine weiteren Depots von Barat. Hier ist gerade sehr wichtig. Wir haben bisher eine Einheit verloren. Dann hier auch schön nachproduzieren können. Kann's kaum noch. Benötige weitere Depots. So. Das noch was? Ja. Wird gemacht. Ich werde mir die aber jetzt auch direkt noch dazu holen. Um einfach die Feuerkraft zu erhöhen. Oh, das ist viel. Wir haben hier so Felder gesetzt. Roger! So. Ah, Kontrollpunkt erreicht. Sehr schön. Immer mit der Ruhe. So, dann schnappen wir uns jetzt mal hier das Protoskelett. Und ich fange an, hier weiter Marines auszubilden. Bereit machen, Jungs! Ja, sehr schön.
Und noch eine Protoss-Forschung erhalten. Wahnsinn! Befehle! Befehle!